Hallöchen, ihr Banausen da draußen. Damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play oder angeschaut. Ich weiß es noch nicht, mal gucken, wie es Spiel wird. Dieses Spiel, es ist Aluris, heißt das. Ist von 562 oder 562 Interactive. Publisher und Entwickler tatsächlich. Den Key habe ich wieder bekommen über die Seite, wo ich angemeldet bin. Es ist wohl ein Singleplayer Roguelike. Kartenspiel. Das schaue ich mir mal an. Wenn es gut ist, wenn es mir Spaß macht, spiele ich es weiter. Und es wird mehrere Folgen von geben. Ansonsten wie immer, wie gehabt, wird es 1, 2, 3 Folgen geben. Als angespielt und dann Fazit am Ende. So, wenn es wie bei Swag and Sorcery ist, dass es mir Spaß macht, spiele ich es weiter. Wir spielen einen neuen Adventure. Es gibt nicht in Deutsch, es geht nur in Englisch. Ist aber nicht so schlimm. Das kann man einstellen. Ne? Ihr seht. Und das war's. Dann starten wir ein neues Adventure. Okay, wir können Drag to Flip Cards nehmen. Ich will auf jeden Fall... Dann Mail sein. Achso, die anderen Sachen sind noch geschlossen. Wir können mal gucken, was es gibt. Also es gibt auf jeden Fall Zwerge, Elfen. Das könnte Meerjungfrau sein oder sowas. Das könnte eine Fee sein. Das könnte ein Dämon sein. Das könnte ein Wolf sein oder sowas. Baum. End. Okay. Also können wir noch Human nehmen. Handwerker, also Schmied, Waffen, keine Ahnung was. Baumeister könnte sein. Axt, Schwert. Okay, damit werden wir wohl nur Farmer machen können. Okay, normal Stats, no Bonuses und all das sind dann theoretisch, gibt es dann hier Bonusse und Debuffs und so weiter. Wir nennen uns... Wharton Shorthalt. Titus Sintris, hört sich gut an. Den nehmen wir. Der Titus. Komisch, erinnert mich an Final Fantasy. So, also wir haben Health, wir haben Level, wir haben Gold, wir haben Karma. Wir haben Geburtstag. Oder, ja doch. Wir sind in einem Alter gekommen, wo wir Abenteuer starten können. Unser Onkel hat uns angeboten, uns nach Aluris mitzunehmen, um ein Artefakt zu verkaufen, was er gefunden hat. Okay, dann machen wir das. Jetzt? So. Wir gehen mal mit. Okay, wir beide haben den Wagen geladen und sind losgefahren auf der Straße Richtung Aluris oder auf Weg zu Aluris. Der Wagen wird attackiert oder angegriffen von einem Ork. Der Onkel hat mir zugerufen, dass wir abhauen sollen. Ja, nix für wen. Oh. Wir haben minus 12 Schaden gekriegt, aber Level 2. Okay, lehnen wir uns das erstmal durch. Der Onkel hat einen schweren Schlag bekommen. Bösen Schlag, einen schweren Schlag. Aber wir beide haben tatsächlich den Ork besiegt. Der Onkel hat gesagt, oder mutmaßt, dass der Ork von den Bergen gekommen ist. Okay, es gibt ein Gerücht, dass der Baron Dredd eine Armee dort oben baut auf dem Berg. So. Okay, das ist City of Aluris, wir sind also da.
So, ich würde sagen, wir bringen unseren Onkel mal zur Taverne erstmal. Bringen unseren Onkel zur Taverne. Okay, er sagt, irgendwer muss diesen Baron Dredd stoppen, bevor er Aluvis angreift. Oder auf Aluvis zumarschiert. Und derjenige muss sehr stark sein. Noch ein bisschen in der Taverne rumhängen. Onkel hat's ab als das. Okay. Der Onkel, der geht halt die Treppe hoch. Wir haben noch eine super Abschiedung gewunken. Und wir bleiben ein bisschen in der Taverne. Wir hören ein bisschen den Leuten zu. Okay. Onkel hat recht. Die meisten, die Leute denken, dass Baron Dredd eine Armee aufbaut. Dass die Armee Aluvis in knapp 500 Tagen zerstört. Okay. So. Ich will nicht rein. Ist von Dredd, oder nicht? Ein Gold. Ah, komm, wir gehen jetzt mal rein. Ich höre mich schon auf. Okay, machen wir das nochmal. Okay, ich beobachte oder ich schaue mir das schwarze Brett an. Dort ist eine Anzeige oder ein Gesuch für einen gesunden jungen Abenteurer an diesem schwarzen Brett. Sollte nicht zu viel Knoblauch essen. Und sie versprechen eine Menge Spaß. Und denen ist egal, welche man männlich oder weiblich ist. So, wir gehen mal dahin zu diesem Forest. Mean Bird. Challenge 3. Kämpfer. 8 Hells. Level 3 sind wir geworden. Baselets off into the mountains. Wir müssen ja im Forest, ne? Bombi-Check. Das hat ja auch gar nicht, ich glaube immer mit Grotte oder. Ja. Wer ist confused? Ja! Gott, Challenge 6. Ne. Werden wir nicht schaffen. Frozen Wastes. Ne. Wir haben eine verletzte Frau gefunden. Ja, diese Früchte können wir einmal nehmen. Ah, da hat uns geheilt. Wizards Duel in the Road. Okay, wir warten mal, bis die Magier sich da bekämpfen. Langweilig ist langweilig. Ja, toll. Schaden gekriegt, wow. River! Können wir mal fischen. Sehr gut. Voll geil. Und da sind wir mit Aluvis. Bin ich zu den Dunes? In den Forest.
Ja, das ist das Vogel. So, Vogel nochmal killen. Aim Trail. Haben sie mit vorhanden. Beautiful. Ja, wir schauen auf die. Auf das wunderschöne Aussehen oder das majestätische Aussehen von der Wildnis um uns rum. Da ist der Forest wieder. Der Forest. Nein. Hier. So. Boah, wie viele Viecher kommen denn da? Geil, jetzt gleich bin ich tot, pass auf. Soll ich jetzt wagen? Das war blöd. Okay. Wir sind gestorben. Da waren zu viele Viecher. Okay, aber wir wissen ungefähr, wie es funktioniert. Deswegen. Easy. Gehen wir hin. Gut. Wir müssen eigentlich in den Wald da rein, aber. So, das haben wir ja schon alles gelesen. Helfen hier. Taverne. Haben wir auch schon gesehen. Wir gehen mal raus. So, da ist halt mit der Forest gewesen. So. Was? Jetzt kommt was anderes. Wexidet sind hier. Geil, musst du wegen zu schnell fahren, musst du nur Geld bezahlen hier. Oder reiten, wie auch immer. Ja, es steht auch, ich bin mir nicht sicher, warum ein Speedlimit. Jetzt Begrenzung. Okay, es ist doch nicht so einfach, wie ich gedacht hätte. Alles klar, direkt beim zweiten Vieh geschoren. Vielleicht sollten wir uns mal auf den Onkel konzentrieren, vielleicht funktioniert der besser. Hilfe natürlich. Taverne. Und wir gehen mal mit dem Onkel rein. So. Der Onkel gibt uns dann den Schatz, den er verkaufen wollte, der Onkel. Er ist für meinen Geburtstag sogar. Wir sollten ihn tatsächlich irgendwo in der Stadt verkaufen. Machen wir Fell. 148 Dollar. Und noch ein Level. Okay. Wir haben einen großen Teil des Schatzes verkauft. Von hier für uns selbst. Aber der Baron ist immer noch draußen. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir kaufen uns mal ein bisschen Bread. Jahrmarkt oder sowas. Let's play. Okay. Also Schaden kriegt aber ein Level. Okay, ich habe meine Skills gezeigt in dem Kampf. Wir haben ein bisschen Blessuren gekriegt, aber haben gewonnen. Was für ein Tournament. Da kommt die Gruppe mal zu. A lot of fun, ja. Macht viel Spaß. Archery Contest. Wir haben unseren eigenen Pfeil gesplittet, also, ne? Es wird zweiteilt. Genau in der Mitte. Wir haben den Top Prize gekriegt, also den ersten Platz. Wir sind jetzt Fair Archery Champion. Oh, so sieht das aus. Headback. So, wir gucken mal. Town Stables. Das sind die Ställe.
Wir haben einen Tamed Horse. Bäcker brauchen wir jetzt nicht. Taverne. Battle Room. Alter Seefahrer hat uns gefragt, oder angesprochen, dass er eine Wache braucht, um sein Schiff vor Piraten zu schützen. Der See. Von mir aus. Okay, er bringt uns zu seinem Schiff. Okay, seine Crew lädt gerade auf für Seefahrt. Okay. Find up vor. Ah. Toll! Dein Schatz vorgefunden. Oh, Pirate Attack. Hier. Aber besiegt. Die Lumpen. Pirate Cap. Piratenkapitän ist besiegt, haben eine Schatzkarte gefunden. Und wir haben jetzt gerade ein Fischernetz rausgeholt. Oh, wir sind. Das ist wirklich, was wofür das ist hier. Okay. Dann machen wir einen Trailer davon. Ah, da ist das wieder. Ne, ich brauch kein Flug tatsächlich. Los. Siegelinstrument gekauft. Flöte. Können wir hier. Wir haben nur noch 5 Gold tatsächlich. Cave Entrance. Hand brauchen wir jetzt auch nicht. Hier, die Ratten können wir doch immer wegknüppeln. Nein. Nee. Was? Oh, nee, haben wir verkackt. Der Lachenstein. Der Vogel natürlich weg. Nee. Tree, Boat? Was? Den Baum schon mal wegräumen. Gut. Gehen wir mal rein. Vielleicht können wir verkaufen. Ah! Ja, Vogel. Dead Woman. Alubis will ich jetzt nicht. Da ist die Old Mill. Okay. In der Old Mill sollen irgendwelche Geister rumspuken. Okay, als wir da reingegangen sind, haben wir einen Boo-Sound gehört. Ja, also einen Booing-Sound. Einige Geister von jungen Kindern sind, füllen den Raum.
Die Geister haben wir besiegt. So, da wurde eine Frage gestellt. Let's stop and look at each other after a few minutes. Also, die haben sich gegenseitig angeguckt nach ein paar Minuten der Diskussion. Und, ich sage zu denen, dass das halt lange verlorene Brüder sind. Oh, die haben uns sogar Gold gegeben dafür. Sehr cool. Rats, weg damit. Ah? So, die alte Frau haben wir jetzt in die Stadt gebracht und haben uns, hat uns auch Gold gegeben. Hat uns bedankt, hat sich bedankt und so weiter. Okay, nee, brauchen wir auch nicht. Nee, brauchen wir auch nicht. Nee, ein Drinking Tournament will ich jetzt auch nicht machen. So, wir gehen mal kurz gucken. Ist der hier? Has Redskin some kind of demon? Okay. Dogman's Letter. Wir lesen ihn mal. Also er hat einen Brief in der Hand gehabt und so weiter, oder hat es ausgegeben nicht. Jetzt gucken wir mal. Der Brief ist von einem Adam Karksius. Wir haben nicht viel Zeit. Seine Tochter ist von Baron Dredd's Man gekidnappt worden, also von seinen Leuten. Und wurde in die Berge verschleppt. Er hat uns eine Map gegeben, wir sollen sie retten. Okay. Gehen wir mal hin. Spielen the Road, dann machen wir wieder weg. Ne, brauchen wir nicht. Da sind die Mountains, da gehen wir mal rein. Adam's Map. Da ist der Pass, der uns gefällt. Karte. Ravager Demon. Okay. Sehr gut. Da ist ein Laboratorium. Gucken wir rein. Ah. Wir haben die Tür eingetreten. Wir haben einen Twisted Demonicelli Twisted Man gefunden. Er hat eine rothäutige, eine junge Frau oder ein junges Mädchen über einen Kochtopf. Also, The Demon Harvester, Level 12. Oh, okay. Haben wir aber besiegt. Adopted Child. Sehr gut. One of Us. So, wir haben das Kind genommen. Okay, sie entscheidet sich dafür, dass sie da bei mir besser hat, als sie jetzt hatte. Da auch keiner mehr da ist, der für sie da ist. Ich werde, also die Person, unser Charakter. Okay, sie braucht gar nichts darüber zu wissen. Okay. Ich weiß nicht, wofür das jetzt ist, aber ist egal. So, wir haben ein Zwergending gefunden. Oh wow. Weg. Dirt können wir noch besiegen. Ne, Junes jetzt nicht. Jetzt auch noch, da müssen wir rein. Wir haben Gold gekriegt, weil wir den geholfen haben. Können wir mal geheilt werden, Freunde? Raider. Wir wurden geheilt. Immer noch derselbe, brauchen wir jetzt auch nicht. Nein. So, wir müssen eigentlich. Oh, da ist der Forest. Da können wir auch mal durchgehen.
Oh, Spider, gut, die kriegen wir klein. Was? Schwert im Stein, alles klar. Ja, es hat sich keinen Meter bewegt, da ist komisch. Wenn man halt deeper. Okay, wir sind durch so ein Dingens gekrabbelt. Haben uns dabei verletzt. Kein Problem. Ratten. Bauen. So. Hier ist noch nicht hin. Oh, Wild Berries. Gerne. Der Large Viper. Reißt das Ding. Gucken wir mal da rein. Slams close behind you. Also die Dingens. Die Tür ist wieder hinter uns zugefallen. Da sind zwei Frauen drin und ein Mann. Vampire. Also ja, wir haben uns durch die Vampire gekämpft und sind zurück in den Forest gegangen. Okay. Was? Wildschwein? Oh, Bär? Ne, den will ich nicht. Ne, den müssen wir abhauen. Ne. Ne. Was? Der Farmer. So, wir haben den Orc-Crawler mal gekillt. Farmer sind jetzt wieder sicher. Ah, ja, da die kein Gold haben, haben wir das Barrel gekriegt. Hat der geile Everdemic Stone. Wollen wir nicht versuchen. So, heilen wir uns mal, sehr gut. Fallen Star in the Forest. Ein paar Ratten. Wir können da in die Höhle mal reingehen und gucken, was da passiert. Cave Bug. Okay, während wir mit den Viechern gekämpft haben, ist ein sichtbarer Zauberer aufgetaucht. Ja. Bienen ist ein schwieriges Ding. Nicht jeder ist stark genug. Mana-Sturm. Komm mal rein. Ich würde aber jetzt sagen, erstmal sind immer noch scheiße laut. Ambience aber, ne? Glaube ich. So. Ich würde jetzt aber sagen, ich mache jetzt erstmal die erste Folge vorbei. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wird einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Aluris. Tschüssingen.